Guten Tag, es ist Teezeit in London. Nee, Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge Forts, das Spiel. Das sagt natürlich jedem was. Diesmal habe ich keine Mods eingestellt, glaube ich. Also, es ist immer noch so wie vorher alles. Okay, was heißt vorher? Also, gestern hatte ich ja mit Mods halt gespielt. Nur jetzt ist halt komplett, also, das Einzige, was dabei ist, ist natürlich Tanz auf Guns. Aber der ist immer eigentlich, so dabei, also der gehört immer dazu. Man muss ihn eher deaktivieren, statt aktivieren. Okay, bye, have a great time. Und ja. Ah ja, ist klar. Ah ja, ja, Coco Jumbo. Ah ja, yeah. Ja, jetzt geht's da dran, okay? Warte, nee, ich will hier einfach so das Maximum, was geht, hier an die Länge. Und dann so. Okay, das ist jetzt zwar scheiße krumm, aber. Komm, anders geht's nicht. Ja, jetzt, nee, ich brauch's gerade, weil Windräder wollen's gerade haben. Deswegen brauche ich gerades Zeug hier. Weil hier wollte ich jetzt Windräder reinklatschen. Weil, wie man sieht, mein Strom sagt, ich, komm bald wieder oder so. Also das sagt er nicht, sondern denkt er sich wahrscheinlich gerade. Deswegen, Gerätte... Ah, kann ich gerade nicht bauen, okay. Ich baue einen Geräte- und Systemelektroniker. Der baut mir das dann, glaube ich, hier. Also den Psychokex da, den brauche ich jetzt gerade hier mal. Ja. Okay, warte mal. Kann man hier nicht irgendwie diese Abschussrampen für Mörser oder so hinbauen? Ich meine, das ging. Okay, so, jetzt bauen wir hier erstmal eine kleine Schutzschicht davor. Die uns dann vor ein paar Schüssen schützt. Und ja, dann... Ja, stimmt, die Schutzschicht kann ich auch perfekt eigentlich gebrauchen halt für später. Weil ich baue ja immer vor die Waffen so eine kleine Schutzschicht. Und Ressourcen sammle ich gerade recht gut. Strom verbrauche ich natürlich direkt wieder. Deswegen Windmühlen würden sich eigentlich nicht schlecht empfehlen. Also würden sich auf jeden Fall, glaube ich, rentieren. Nur, ich weiß nicht, sollte ich hier noch ein bisschen was weiter runterbauen? Das ist halt die Sache. Weil wenn ich jetzt breiter werde... Also da kann ich jetzt schon mal einen Flak reinbauen. Ah, natürlich, habe ich noch nicht freigeschaltet. Ja, ich glaube, ich lasse das so breit. Das sollte ja locker ausreichen. Ja, dann mache ich hier einfach zwei Schichten Windräder oder so. Also irgendwie muss ich das auf jeden Fall machen, dass die Windräder reinpassen. Nur wenn ich das halt hier zu weit nach vorne hängen lasse. Okay, ich habe zwar nichts angeschlossen am PC, aber YOLO. Weil wenn ich das hier zu weit nach vorne hängen lasse, dann fällt das ja so runter. Wie so ein eisener Stab oder so. Und, das ist dann jetzt nicht so ganz das Ziel, das ich mir erhofft hatte, wenn ich hier halt was baue halt. Und ich habe jetzt auch Zero Gravity natürlich nicht an. Das heißt, ich habe Gravitität und ja, das ist ja mal voll komisch. Nee, das geht jetzt auch nicht. Okay, anscheinend geht das gar nicht. Ups, okay. Ich dachte, das ginge, aber anscheinend ja nicht. Hier habe ich auf jeden Fall 30%. Jetzt hatte ich sogar genug Ressourcen, um 2 zu bauen. Nice, Alter. Und hier baue ich direkt noch eine. Dann mache ich hier natürlich die Tür auf. Und dann sollte hier auch Durchzug sein. Komm, dann machen wir es mal anders. Reißen hier das Ding einfach ab. Weil das braucht dann eh kein Schwein. Dann hier halt die Haltepfosten da. Und dann fällt das gleich eh. Oh, jetzt habe ich dazu gar keine Verbindung mehr. Das ist praktisch. Praktisch. Okay, Strom habe ich jetzt ausreichend. Ich sollte jetzt noch ein Upgrade-Center bauen. Dann baue ich erstmal das hier, weil das schützt mich vor den scheiß Flaks. Also das, dann kriege ich die Flaks, das schützt mich halt vor den scheiß Raketen. So wie die MP-Rakete da, gerade. Und das wäre dann praktisch für mich. Ist halt nur die Frage, theoretisch sollte ich ein Ressourcenlager aufbauen. Und die hier brauche ich ja eh später für die ganzen Zentren da. Also für das hier, dafür brauche ich... Das ist die Werkstatt und wenn man hier guckt, dafür benötige ich die Werkstatt. Oder dafür benötige ich sogar die Waffenkammer. Also das hier brauche ich auch, okay. Interessant. Ja, also Upgrade-Zentrum habe ich jetzt. Ich könnte auch Minen und sowas upgraden. Ja, komm, eigentlich, das würde sogar ein bisschen was bringen. Wow, ich konnte eine Mine upgraden, weil ich zu wenig Strom habe. Das heißt, ich gehe hier oben erstmal hin und upgrade einfach die Windräder. Dann bekomme ich wieder ein bisschen mehr Strom. Okay, da kommen Raketen. Ich hoffe, der Typi wehrt die natürlich nicht ab. Interessant. Ah, da ist er eingeschlagen. Okay, dann repariere ich das direkt kurz mal. Und, dann upgrade ich das Ding noch. Und, die brauchen ja 2000...
an, ja, 2500 sogar an Upgrade. Deswegen lohnt sich das eigentlich noch gar nicht. Also ich muss erstmal warten, bis die Windräder halt fertig sind. Guck, Alter, jetzt habe ich 194 schon mal mehr als vorher und jetzt kriege ich, sage ich, noch 250. Alter. Ja, ist nicht schlecht. Also ich bekomme sehr, sehr recht schnell Strom. Oder sehr, sehr schnell, recht schnell. Keine Ahnung, hier, wenn man sich das so anguckt, wie schnell das geht, Alter. Warte mal, bevor ich dann hier irgendwie noch was mache, baue ich hier erstmal eine Stahlschicht hin. Dann stört mich sein scheiß MG nicht mehr. Und baue hier Geräte. Okay, jetzt habe ich zu wenig Stein hin. Und was brauche ich? Ich brauche eigentlich beides, Strom und Stein. Strom baue ich natürlich ein bisschen weiter hinten, weil die Schüsse vielleicht nicht ganz bis hinten durchkommen. Die explodieren ja, die Batterien. Das heißt, wenn er da reinschießt und durchkommt, explodieren die. Und ich weiß nicht, da müsste ich am besten hier nichts hinmachen, weil da kommen ja später noch Waffen vor. Und dann halt eine schöne Stahlschicht hin und vielleicht ganz hinten noch ein Plasmaschild. So, Strom kann er auf jeden Fall jetzt ausreichend speichern. Also was heißt ausreichend? So schnell wie der Strom erzeugt, klappt das nicht. Also wirklich, da muss ich langsam mal die Minen upgraden. Die Minen kosten ja nicht viel upzugraden. Das sind, glaube ich, 75 Steine oder so. Also die habe ich ja recht schnell eigentlich drinnen. Okay, hier habe ich die, habe ich. Okay, da oben kann ich aber halt noch welche hinbauen. Oh, der hat schon eine Sniper oder so. Okay. Mal gucken, Flaks müsste ich jetzt frei haben. Deswegen baue ich hier direkt erstmal schön Flak hin. Hallo? Ich will da eins hinbauen. Hallo, je mehr Zeit du verbrauchst, desto weniger habe ich, um das Flak zu bauen. Danke. So, jetzt habe ich das Flak gebaut. Ich weiß nicht, kann ich das so hinsetzen? Danke, dass ich hier auch noch ein Tor hinmachen kann, weil das kann. Dann kann das Flak halt nach oben und nach unten, Alter, schießen. Okay, ich sag mal, der hat paar Waffen, also ein paar kleine. Ich sollte auch mal auf die Upgrade-Zentren gehen. Ja, Strom habe ich wirklich ausreichend jetzt gerade. Also Upgrade-Zentren sollte ich gehen und dann sollte ich direkt erstmal schöne Waffe hinbauen irgendwo, damit ich mich hauptsächlich bisschen verteidigen kann. Okay, perfekt, dass ich das Flak habe. Er öffnet das Tor und schließt es direkt wieder. Ja, why not? Nein, er hat das Center zerstört. Siehst du, deswegen sage ich, da sollte ein Metallbalken hin. Warte, wir machen hier einfach direkt schon ein Tor hin. Jetzt hat er das scheiß Center zerstört und. Ah, ich kann das trotzdem jetzt noch bauen. Okay, danke. Weil ich dachte jetzt, dass ich das nicht mehr bauen kann. Deswegen. Also jetzt brauche ich natürlich 1000 bisschen an Strom. Aber dann komm, das sollte ich irgendwann wieder drin haben. Dann mache ich jetzt einfach noch einen normalen Holzbalken hin und Stahl habe ich jetzt zu wenig. Also Strom habe ich immer noch ausreichend. Vielleicht soll ich irgendwo noch ein paar Batterien hinbauen. Ist halt nur die Frage, wo. Also vielleicht hier unten, weil dann baue ich hier einfach so ein Steinlager erstmal hin. Ah, okay, das geht gerade nicht, weil ich zu wenig Stein habe. Das trennt dann halt so die Verbindung zwischen hier oben und hier unten. Und dann baue ich hier den Rest voll mit Batterien oder so, glaube ich, weil, komm, was, dann kann er da unten die Batterien anschießen, dann explodieren die da und, der Rest interessiert mich dann eigentlich nicht, also. Okay, ich glaube, die haben schon eine kleine Kraft, wenn sie explodieren, also davon abgesehen. Ah, perfekt. Ich habe das Center da fertig und habe ausreichend Geld für eine Laserweapon. Das heißt, ich baue da direkt erstmal schöne Laserweapon rein und ich habe gerade den Spion aktiviert. Also der hat hier drei gute Waffen und hier unten steht halt noch eine. Der hat halt mehr Tore, als er eigentlich so gebrauchen kann. War. Oh, ich wäre jetzt ausgerastet, wenn es das. Wenn es die Strahlenkanone gewesen wäre. Boah, ich wär so ausgerastet. Ich wäre aus meinem Zimmer rausgerannt und wäre so ausgerastet, glaube ich. Nee, nee, also direkt ausgerastet, glaube ich nicht eher. Also ich glaube eher was anderes, aber man weiß ja nicht. Okay, ich habe gleich wieder genug Ressourcen. Dann setze ich aber mal auf oben, weil dann baue ich hier mal eine Verteidigung hin. Und da kommt wieder. Oh, heftig. Also, was mir jetzt auch fehlt, ist ein Flak. Miese, miese, miese. Ich habe jetzt extra so ein Tor hingebaut, damit das einfach hier so komplett rausschießen kann. Aber irgendwie bringt das trotzdem nichts, weil der die Raketen trotzdem nicht abwehrt. Was irgendwie voll komisch ist. Muss ich jetzt das Tor auch noch öffnen und durchgehend offen halten oder was? Ist halt jetzt. Oh nein, ich habe vergessen, hier ein Tor hinzuplacen. Ups, upsie. Passiert auch mal dem schlechtesten Spieler. Also, ich hoffe, es stört keinen.
Und noch ein Tor und hier sollte ich mal wieder reparieren. Okay, das sind gerade. Ach, ich hab meine Windräder nicht mal alle. Boah, ich muss mich wirklich mal wehren, ey. Das geht gerade nicht klar, wie der hier reinfährt. Guck mal, der schießt einfach gar nicht. Ja, siehst du, da muss man sich einfach selbst gegen wehren, dann klappt das. Ja, da oben. Warte mal, mir fällt gerade auf, der hat seinen Reaktor gar nicht geschützt. Weißt du was? Sollen wir einfach draufgehen? Ja, hier kommen, warum denn nicht? Okay, ich habe jetzt noch ausreichend Strom, glaube ich. Lol, der platziert da einfach mal ein Plasmaschild. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Hätte ich jetzt null mitgerechnet, okay? Heftig. Ah, jetzt ist der Spion natürlich vorbei. Boah, dass der dann. Okay, ja, nicht schlecht, also. Hätte ich jetzt nicht von dem erwartet. Ich hätte es natürlich mit Spionen sehen können, dass der da ein Plasmaschild hat, aber habe ich natürlich nicht drauf geachtet, also. Und momentan bekomme ich auch keine Ressourcen, weil der nur am Reparieren ist. Und da braucht er Ressourcen für. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nichts bauen. Das ist kritisch. Kritische Situation halt. Aber wirklich kritische Situation. Ups, da habe ich mich was verbaut. So, wenn ich das jetzt hab, direkt Stahlschicht am besten hin, weil sonst bin ich hier wirklich ungeschützt. Da kommen wieder Raketen auf mich zu. Oh, ey, der pfeffert mir hier was rein. Das ist unnormal. Wie viel Strom habe ich? Ja. Ich muss dem da irgendwie was reinschießen. Ja, perfekt. Eine getroffen. So, da bin ich jetzt auch durch. Zweiter getroffen. Wie viel Strom habe ich noch? Und dann schieße ich nochmal da rein. Oh, meine Base sieht aber auch nicht gut aus. Also, irgendwann zerstört er tatsächlich meine Base. Also, ich glaube, in diesem Video werde ich verlieren. Könnte ich mir vorstellen. Vor allem, ich habe ja noch nicht mal ausreichend Ressourcen, um hier irgendwas aufzubauen, Großes. Der knallt mich ja durchgehend ab. Wo hat der da was Heftiges stehen? Das Einzige, was mich stört, sind halt die Plasmaschilder vorm Reaktor. Aber der hängt auch nicht mehr gut da. Also. Oh, der hat da oben eine Laserwaffe. Okay, nee, nee. Ich glaube, der hat mich. Ich glaube, der zerstört mich jetzt. Ja, ich glaube, der. Ja. Oder ich lasse mich zerstören. Aber momentan, also ich habe ihm jetzt die Laserwaffe wieder halt weggeschossen, nur das bringt mir nicht viel. Es bringt mir halt wirklich nicht viel. Weil er hat mir eine Laserwaffe auch weggeschossen. Und ich habe einfach zu wenig Ressourcen gerade jetzt hier. Ich müsste hier noch ein Stahltor überall hinsetzen und das. Nee, der hat mich locker easy hier. Ja, jetzt baue ich da oben ein Stahltor hin. Ja, ist klar. Also wenn ich gleich genug Ressourcen habe für eine Waffe, baue ich da eindeutig eine Waffe hin. Aber da erstmal eine Stahlschicht natürlich. Boah, ey. Ja, okay, jetzt bringt das auch nichts mehr. Also der hat da seinen Reaktor, dann pfeffer ich dem da einfach nochmal rein. Und dann nochmal da mit der Waffe hier rein. Jetzt ist der Reaktor frei, aber ich habe natürlich nur noch zwei Waffen. Guck mal, der hatte da irgendwo eine Batterie stehen. Ja, die ist natürlich weg. Da hat er noch eine Batterie und da hat er eine Batterie. Und hier hat er Plasmaschilder. Also ich könnte den Reaktor auf gut Glück treffen, glaube ich. Okay, perfekt. Da habe ich jetzt eine Laserwaffe. Nice. Und jetzt baue ich komplett auf Panzerung auf, dass ich die Waffen, die ich habe, schütze. Ja klar. Jetzt geht er natürlich auf die Waffe, die ich gerade gebaut habe. Das ist natürlich, wenn man gegen einen Bot spielt, der weiß das, wo man das macht. Also ist scheiße eigentlich. Aber kann man nichts ändern. Geht nicht anders. So. Die Windräder da oben drehen eigentlich noch recht gut. Jetzt geht er natürlich. Oh, er geht natürlich auf die Windräder. Ah, Junge, 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 ey. Das ist unfassbar. Weißt du was? Ich mache hier mal eine Stahlschicht hin, ein Stahltor. Und hier mache ich so ein Plasmaschild hin. Dann nervt er mich nicht so mit dem Laser. Und dann baue ich hier einfach ein bisschen Holz hin. Und ja. Dann kann ich ja die aufmachen, wenn ich Strom brauche. Warte, wo war das? Da unten will er jetzt rausschießen. Ja, perfekt. So muss das. So muss das. Alter, jetzt kommt er natürlich wieder mit seinem Laserstrahl und sowas allem. Ja, okay, jetzt hat
Hatte ich hier. Ja, okay, noch habe ich drei Waffen. Okay, warte, wir klauen dem Gegner kurz Ressourcen. Da hat er noch eine Laserwaffe. Das ist halt mies, dass der überhaupt noch Waffen hat. Ich will nicht, dass der überhaupt welche hat. Das geht mir auf den Sack, dass er Waffen hat, Alter. Und ihm die Waffen wegzuschießen, bringt ja eigentlich auch nicht so viel. Okay, jetzt habe ich die Waffe schon mal. Dann ist dahinter noch eine Waffe. Da komme ich natürlich nicht so gut durch, wie man sieht. Also ich weiß nicht, woran das gerade lag, aber da kam ich nicht gut durch. Mist, 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 Mist. Ja, also ich brauche erstmal ein bisschen Schusskraft halt, damit ich da durchkomme. Und vielleicht baue ich hier irgendwo. Ja, ich glaube, hier baue ich den hin. Dann kann ich mich zumindest ein bisschen abwehren. Ja, perfekt. Die habe ich jetzt auch freigeschaltet. Also Feuerkraft brauche ich ein bisschen mehr. So, perfekt. Die beiden sind natürlich jetzt fertig. Und zack. Und dann zerstöre ich. Oh, jetzt hatte ich keinen Strom mehr. Oder? Ja, ich hatte keinen Strom mehr. Aber jetzt habe ich ihm schon mal gut Waffen zerstört. Das gefällt mir. Okay, der hat aber direkt da oben wieder connected. Dann gucke ich mal kurz nach und klaue dem Ressourcen. Jetzt hat er nur noch die da unten. Und wenn ich die dem zerstöre, dann hat er nicht mehr viel. Und dann kann ich dem schön was reinpfeffern. Aber momentan brauche ich erstmal schön was an Strom. Ja, ich brauche viel an Strom. Ah, danke, Flak. Danke, Flak. Du hast mich gerade vor ein paar Raketen gerettet. Ich dachte schon, du funktionierst nie wieder, also. Okay, so, ein paar Waffen funktionieren jetzt wieder, sind wieder einsatzbereit. Dann baue ich da jetzt noch eine Laserwaffe hin. Und während die baut, baue ich hier oben noch ein paar Windräder hin, die schön zur Stromerzeugung dienen. Die grade ich natürlich auch direkt ab. Und dann stelle ich ein bisschen was an Strom her. Nee, der soll da kein Tor hinbauen, einfach so einen normalen Holzbalken halt. Und dann baue ich hier einfach so eine Schicht drauf. Siehst du, ich sag doch, der weiß direkt Bescheid, wo ich hier was baue. Wohin, was genau und sowas, Alter. Der köpft mich, der will mich köpfen, ey. Okay, jetzt brauche ich nur ein bisschen Strom und sobald ich den hab, hallo? Geh mal da raus, Alter. So, jetzt, ja, das Tor ist halt offen, deswegen kann der da einfach so reinschießen. Aber normalerweise sollte ja das Flak ein bisschen davor schützen. Okay, jetzt gucke ich mal kurz. Ah, der Spion ist noch nicht regeneriert, ist ja nicht schlimm. Momentan bauen auch noch eh die Windräder, also habe ich noch ein bisschen was Zeit. Ja, 100% Effizienz, also kann man sich jetzt nicht beschweren, außer dass ich den da irgendwie mitten reingesetzt habe. Das ist was komisch, aber muss halt so. Okay, so. Raketen! Oh, danke, Flak. Und jetzt muss ich halt kurz mal gucken mit dem Spion. Ja, der baut ja nämlich direkt wieder Waffen. Also, das ist witzig, der baut einmal Waffen, aber verändert das Aussehen dann nicht mehr. Also, der lässt das dann so. Finde ich interessant. Also, wenn ich dem die Waffe dann so abreiße, wie sie war, baut er die Waffe an denselben Punkt wieder auf. Und perfekt. Genau darauf habe ich gewartet. Und ich wollte gerade schon fragen, habe ich jetzt eine Laserwaffe geopfert? Okay, Strom 314, ja, ist völlig in Ordnung eigentlich. Also kann man sich nicht beschweren. Da oben war noch nichts. Da unten hat er nur noch Raketen eigentlich. Ja, perfekt. So muss das, Alter. Und was ich auch gesehen habe, der hatte dahinter eine Batterie. Aber jetzt hatte ich keinen Strom mehr, okay. Ja, passiert, passiert. Aber Stein habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Das heißt, wie viel habe ich an Strom? 3000. Ja, hier kommen, wir graden die einfach mal ein bisschen ab und verdient dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Strom. Sollte so. Ich hoffe, das lohnt sich. Da baue ich dann auch noch ein Windrad hin und Alter, ich habe so viel Stein. Ich könnte hier jetzt vom Stein her schon fast zwei Waffen hinsetzen, aber bringt natürlich nichts. Also, ja. Weil ich den Strom halt nicht hab und den Strom brauche ich halt zum Schießen. Okay, wenn die upgradet sind, ja, okay, der baut gerade, ja. Jetzt kann ich den noch upgraden. Wenn die gleich upgegradet sind, sollte mein Strom wieder schön ansteigen. Und, ja, so. Dann gucken wir mal kurz da rein. Ja, sieht alles in Ordnung aus. Also da scheint er keine Batterie mehr zu haben. Was natürlich nützlich wäre. Ach, der hat mir das Flak weggeschossen. Da setze ich natürlich direkt ein neues hin. Wäre eine Kanone, weil dann könnte ich da reinschießen mit einer Kanone. Perfekt. Laserwaffe. Wohin soll ich die platzieren? Ja, komm, ich glaube, ich platziere die wirklich dahin. Dann kann ich auch ein bisschen feuern von unten. Alter, mir fehlt einfach nur der Strom momentan, also zum Schießen.
Okay, wenn ich durchgehend Laserwaffen hier platziere, kann man ja auch leicht verstehen, also, dass mir der Strom fehlt. Ja, so ab und zu, ja. Ich weiß nicht, sollte ich jetzt noch eine bauen, weil ich weiß nicht. Also paar Laserwaffen habe ich ja jetzt auf jeden Fall. Und der baut sich natürlich in der Zeit, wo ich mich aufbaue, baut der sich natürlich auch auf. Also ist ja klar. Und gleich kommt er einfach an und denkt sich so, ja, hier komm, ich vernichte den jetzt mit einem Schuss oder so. Also das wird der nachher sagen. Ja. Jetzt warte ich halt noch kurz, bis der da vorne auch ein Tor hin platziert automatisch. Ich habe keinen Bock da drauf zu klicken. Und der braucht dafür halt auch erstmal ein paar Ressourcen, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Der hat Ressourcen, aber will da kein Tor hinbauen. Okay, wie steht's mit Strom? Wie steht's mit Spion? Okay, der hat da wahrscheinlich wieder ein paar Waffen reingebaut. Oder? Wie sieht's aus? Ja, hat er reingebaut. So, nächster kaputt. Wie steht's mit Strom? Alles in Ordnung? Kann ich noch schießen? Perfekt. Und auch wieder zerstört. Okay, da unten hat er wieder eine Rakete. Das war gerade, glaube ich, eine EMP. Also EMP-Rakete. Perfekt, Alter. Ich baller dem die Waffen weg erstmal. Und jetzt klaue ich dem mal kurz Ressourcen. Also, bis auf das Einzige, was mich stört, dass er da Plasmaschilder hat, ist sonst eigentlich nichts Schlimmes. Ich glaube, ich schieße einfach von unten hier dem da rein in die Upgrade-Zentren. Da muss er die nämlich erstmal bauen, um wieder schießen zu können. Und ja. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ja, so werde ich das sehr wahrscheinlich machen. Und oben baller ich dem dann auch rein und dann sollte der ja so nach vorne wegkippen, so wie er es bei mir versucht hat. Also wenn ich gleich genug Strom habe, stimmt. Bisschen Stromspeicher könnte ich hier noch irgendwo reinplacen, ja, so. Also wenn ich gleich genug Strom habe, dann sollte das ja klappen. Okay, bisschen Stromspeicher halt noch bauen und wenn der dann gleich fertiggestellt ist, sammle ich erstmal ein bisschen was. Also 25.000 Energie, das heißt 25, also 5 Schuss habe ich, weil der ja 5.000, glaube ich, zieht pro Schuss. So, dem habe ich dann da reingeballert, dann baller ich dem dann nochmal rein. Ja, das war ja jetzt nicht extrem, aber besser als gar nichts. Dann so einmal reinschießen. Von hier oben dann einmal so quer rein. Ja. Okay, aber natürlich genau auf seinen Reaktor kann ich da nicht gehen, weil er dann doofes Plasmaschild vorhat. Das müsste ich jetzt sehen, oder? Nee, habe ich noch nicht. Interessant. Stimmt, mit dem Flak könnte ich das mal ausprobieren, ob da irgendwie was passiert. Aber nee, anscheinend nicht. Dann schieße ich dem jetzt wieder hier unten rein. Und ich probiere es einfach mal so da rein zu schießen. Siehst du? Siehst du, der hat da einen scheiß Schild hingestellt. Jetzt habe ich meinen eigenen Schutz hier zerstört, Alter. Ich bin dull, Alter. Dann baue ich hier direkt ein paar Stahlschichten hin. Wo hat er denn jetzt Raketen? Da habe ich ja gar nicht. Ach, der, ja, ich sag, wie ich doch gesagt habe, der baut das da immer wieder auf, so wie es vorher war. Meckes Geräusch. Scheiße, sogar bei den Batterien, Alter. Und habe ich den? Ja, jetzt habe ich den auch. Also der hat nur noch das eine Upgrade-Zentrum, das heißt, er kann jetzt nicht mehr so viel bauen. Warum kann ich das denn nicht setzen? Ach so, doch, ich kann das setzen, aber keine Ahnung. So, jetzt habe ich das auch gesetzt. Das heißt, ich könnte gleich Raketen bauen. Mir fehlt halt einfach eigentlich nur der Platz, um die da irgendwo hinzusetzen. Also, weil mit der Rakete, dann könnte ich dem da einfach reinschießen. Ich guck mal kurz, 20 mm Gun. Also die ist eindeutig teurer. Das heißt, ich glaube, die macht auch mehr Schaden. Und ja, ich schieße ihm da noch mal kurz rein und ich will den eigentlich vernichten, aber kriege ich momentan noch nicht hin, weil er diese scheiß Laserschilder da vorgebaut hat. Perfekt, jetzt habe ich dem da eine Mine zerstört. Ah, die Waffe lädt gerade nach. Okay, die habe ich schon benutzt gerade. Ja. Ja, jetzt wackelt der da wieder so schön. Jetzt habe ich da natürlich Laserwaffen fertig. Also ich könnte probieren, dass der da so wie ein Zipfel da runterfällt. Vielleicht so noch von oben drauf oder so. Ja, jetzt so langsam wird das was. Ah, jetzt habe ich da, wie gesagt, wieder selber abgeknallt. Und da unten wieder der Tolz weg. Und ja, mir fehlt jetzt eigentlich nur noch der Sturm dafür halt. Ja. Mist, also momentan ist er recht offen. Ja, danke, 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 danke. Ah, danke, Leute, Alter. Okay, aus dem paar Minuten Video wird ein schön langes und
Deswegen direkt die Endmoderation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sag bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.